Hallo und herzlich willkommen zu Powerplay, dem Sportmagazin im Essener Kabelfernsehen. Wir haben heute wieder Lokalsport vom Feinsten für Sie, und zwar vom Eishockey und vom Hallenhockey. Zunächst fangen wir an mit den Moskitos Essen, die ja im Eishockey auf dem Weg zur Tabellenspitze sind. Und drei Spiele haben wir da für Sie hier präpariert, und zwar mit zwei Auswärtsspielen geht es los. Zunächst bei den Stuttgart Wizards und dann beim EHC Klostersee. Und danach haben wir wieder Heimspielatmosphäre für Sie. Am Westbahnhof gastiert der TEV Miesbach, und spätestens dann wollen die Moskitos Platz 1 zurückerobert haben. Schauen wir mal, was die Essener Teams draus machen. Viel Spaß jetzt dabei. Zweites Gastspiel der Moskitos bei den Wizards in Stuttgart. Wir haben gerade deren Goalie Taron Garner gesehen, wie er sich aufgewärmt hat, bevor er aufs Eis ging. Jetzt wird er natürlich warm geschossen. Und auch einige Moskitos-Fans, die da mitgefahren, und auch Fans aus Ulm, die im Bild kamen, um die Moskitos zu unterstützen. Dann sollte das Spiel losgehen. Gute Stimmung bei den Wizards. Nur 680 Zuschauer. Deutlich weniger als beim ersten Gastspiel. Und hier das Maskottchen der Wizards. Vielleicht hätte man da besser Harry Potter nehmen sollen. Ich denke, das kommt wohl nach dem Plüschhasen von Oberhausen an zweiter Stelle. Der unmöglichsten Maskottchen auf dem Eis. Aber die Moskito-Fans, die haben ihr Eskito, und das sucht seinesgleichen. Und wir gehen ins Spiel. Erste Chance für die Stuttgarter. Und es sollte ein Spiel werden mit viel Hektik. Und Dominik Lonscher steht hier direkt zu Beginn unter Druck. Kann aber das 1:0 für die Stuttgarter verhindern. Richard Tischler und Dorian Anek. Noch einmal Anek. Chance ist noch nicht vorbei. Die Moskitos bleiben im Puckbesitz. Noch einmal Tischler. Und dann hat Garner die Scheibe. Achte Spielminute. Und da zocken die Wizards. Die entzaubern die Moskitos da hinten ein bisschen. Peter Westerkamp trifft zum 1:0. Da läuft die Scheibe gut. Und die Moskitos haben das Nachsehen. Das muss man hier mal auch anerkennend erwähnen. Toll herausgespielt, das Tor der Stuttgarter. Natürlich begünstigt von einem Stellungsfehler. Da sind die drei Essener an der eigenen blauen Linie natürlich viel zu weit vorne, aber auch dann muss man die Scheibe erstmal so laufen lassen. 1:0 für die Stuttgarter. Patrick Strauch legt die Scheibe quer. Mike Müller verpasst ganz knapp. Patrick Strauch in der Ecke. Gedamczyk ohne Schläger. Und dann ist es passiert. Joe Corey Fitchek zum 2:0. Unglückliches Gegentor.
Schauen wir die Wiederholung hier. Bekommt er die Scheibe und mit der Rückhand bringt er die Scheibe vorbei an Dominik Lonscher. 2:0. Enek verliert hier die Scheibe. Konterchance. Erneut Fitschek. Michael Kreitel kam da auch nicht mehr dran, aber die Scheibe auch nicht im Tor. Es bleibt beim 2:0. Moskitos in Überzahl. Läuft die letzte Spielminute. Sind nur noch Sekunden zu spielen. Thomas Popi schlägt zurück auf Patrick Strauch und da steht 1:2 aus Sicht der Moskitos. Schönes Tor. Der Abschluss gegen die Laufrichtung von Popisch. Damit auch keine Chance für den Schutzmann. Hier sehen wir es. Rainer orientiert sich auf die andere Seite und auch zum 1:2. Dann war Drittelpause, es waren nur noch 5 Sekunden zu spielen. Und Trainer Toni Grinner nicht so ganz zufrieden mit der Schiedsrichterleistung. Aber das hielt sich in dem Spiel wohl die Waage. Michael Kreitel hier mit einem guten Schuss. Und dann kommt der Pfiff. Strafzeit gegen Stuttgart. Thomas Popisch. Toomi. Erneut Popisch und noch einmal die Chance. Peyton im Nachschuss. Moskitos jetzt mit mehr Druck in Richtung Stuttgarter Gehäuse. Aber erstmal sprang da nichts Zählbares bei raus. 30. Minute und Ellbogencheck gegen unseren Kapitän Matthias Wikström. Da gibt es auch gar nichts, was man hätte sagen können. Ganz klare Strafzeit, Peter Westerkamp. Und wir erinnern uns an das erste Spiel, als Matthias Wikström ins Krankenhaus musste. Da war auch der Übeltäter Westerkamp, der ihn damals, ich würde mal sagen, niederstreckte. Westerkamp erhielt 2+2 in dieser Situation und das zu Recht. Konnten aber aus der Überzahl keinen Profit schlagen, lagen immer noch mit einem Tor zurück. Konterchance. Chris Payton verpasst die Scheibe. Fehlt natürlich jetzt hinten und der öffnende Pass, aber zu umständlich. Dominik Lonscher kann klären. John Sikinski konnte die Chance nicht nutzen und es stand nach 2 Dritteln immer noch 2:1 und wir sehen hier jetzt der Stuttgarter Trainer am Granteln. Ja, und es war ziemlich kalt in der Stuttgarter Eishalle im Degerloch und da musste man sich schon mal ein bisschen warm tanzen in der Drittelpause, denn das letzte Drittel, das sollte richtig heiß werden. Da hätte man auch aufs Tanzen verzichten können. Moskitos drängt natürlich auf den Ausgleich. Rafael Damczyk. Und Konterchance für Stuttgart. Chris Payton verliert hier den Schläger. Und dann Dominik Lonscher. Endstation für André Jaufmann. In Überzahl, Toni Raubal und den Abpraller nimmt sich Matthias Wikström persönlich vor und steht 2:2. Taron Garner gar nicht zufrieden, dass der Schiedsrichter diesen Treffer gibt. Er verliert bei dieser Aktion die Maske, aber der Essener Spieler hier wird vom Stuttgarter in Garner hineingestoßen, und zwar außerhalb des Torraums.
Christian Lorch war es, der den eigenen Torhüter damit behinderte und somit galt es 2:2. Toni Raubal hier mit einer riesen Chance. Mike Müller hinter dem Tor. Viel Verkehr vor Garner und Scheibe am Tor vorbei. Aber die Moskitos blieben weiter im Spiel. Dorian Enek. Konterchance 2:1. Sikinski verpasst. Und da wird er vom eigenen Mann abgeschossen. Glück für die Moskitos. Rafael Jedamczyk läuft an und dann hämmert der Garner die Scheibe um die Ohren. 3:2 Führung für die Moskitos. Die hatten ab dem zweiten Drittel deutlich mehr vom Spiel. Somit ging diese Führung vollkommen in Ordnung. 2 gute Blöcke vor dem Tor und Jedamczyk haut drauf und es steht 3:2. Toni Könner nimmt direkt im Anschluss daran die Auszeit, will natürlich jetzt den Vorsprung über die Zeit bringen. Wird noch einmal abgesprochen, auf was die Spieler Acht geben müssen. Trey Tuomi, Thomas Popisch, und das war ganz knapp. Er spritzt noch das Eis am Torpfosten hoch. Aber die Moskitos erzielen keinen weiteren Treffer. Wir gerade einen harten Check gegen Alexei Dimitriev. Und dann passiert etwas Unglückliches für die Moskitos. 3:3. Mike Bader umkurvt da das Tor und verlädt Dominik Lonscher. 3:3. Sehen wir die Wiederholung. Auch hier 2 Blöcke vor dem Tor. Kindern gleich 3 Essener Spieler und dann noch gegen die Laufrichtung abgeschlossen. Ausgleich 3:3. Wir gehen direkt in die Verlängerung, da passierte erstmal lange nichts mehr. Eine Chance für die Moskitos hier, Thomas Popisch. Tischler spielt die Scheibe wieder tief. Und auch eine Chance noch, eine gute Chance für die heimischen Stuttgarter. Aber Dominik Lonscher, Endstation. Ja, dabei blieb es dann 3:3 und es ging ins Penalty-Schießen. 1:1. Torwart, Gegenspieler. Hier die beiden Kapitäne, Wikström und Sikinski, beim Schiedsrichter. Und die Stuttgarter beginnen.
Scheibe war und dann zeigt es ihm Michael Kreitel ganz klar. Ja, da gab es natürlich überhaupt gar keine Diskussion. Besser als jeder Videobeweis, die Scheibe klemmte zwischen Mittelstange und Tornetz. Stoppt die Scheibe von Mike Bader und die Moskitos gewinnen 4:3 nach Penalty-Schießen. In Stuttgart, da hat das ganze Verzaubern vor dem Spiel nichts geholfen. Die Moskitos holen die 2 Punkte. Natürlich entsprechend groß die Freude auch bei den mitgereisten Moskito-Fans. Und dann gab es erstmal zu essen nach dem Spiel vor der Halle. Ein Open-Air-Picknick im Dunkeln.